Der Diplom-Ingenieurin und am Wort ist jetzt die ehemalige Liste Pilz und nunmehr fraktionslose Abgeordnete Martha Bissmann. Geschätzte Frau Bundesministerin, liebe Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und vor den Fernsehbildschirmen. Ich finde es schön und absolut positiv, dass die Liste Pilz sich nach meinem Ausscheiden sich mit geballter Kraft an mein Kernthema Klimaschutz annähert. Ob der heutige Termin der richtige gewesen ist, sei dahingestellt. Klimafreundlicher wäre es doch gewesen, die heutige Sondersitzung mit der morgigen zu kombinieren. Es freut mich auch, dass mein Wirken im letzten Jahr hier im Parlament im Bereich Klimaschutz heute bei den Abgeordnetenkollegen, bei einigen Kollegen der FPÖ und ÖVP wertgeschätzt wurde. Ich gehe fest davon aus, das war ehrlich gemeint und diente nicht dazu, die Liste Pilz zu piesacken. Es hat wirklich kein Thema größere Bedeutung für die Menschheit als der Klimawandel. Meistern wir diese Herausforderung, kann das zur konstituierenden Übung einer solidarischen Weltgemeinschaft werden. In Österreich haben wir eine umtriebige Nachhaltigkeitsministerin und eine Klimastrategie. Ich frage mich aber seit der Regierungsangelobung jeden Tag, warum unser Bundeskanzler Sebastian Kurz das Thema Klimaschutz kategorisch ausspart, in seiner Politik und in seiner Rhetorik. Fürchtet er etwa Wählerstimmen? Dabei kann der Klimawandel so eine wundervolle Sache sein. Intelligent kommuniziert und richtig gemanagt, schafft er Jobs und stärkt den Wirtschaftsstandort und kostet daher keine Wählerstimmen. Wir können die größte Bedrohung für die Menschheit, den gefährlichen Klimawandel, in die größte Chance umwandeln, das Wunder geschehen lassen. Genau dieser Auffassung waren auch die über 200 Teilnehmerinnen der bisher ersten und einzigen parlamentarischen Enquete dieser Legislaturperiode, der Klima-Enquete Mission 2030 vom 23. Mai 2018. Repräsentantinnen aus Wissenschaft, Praxis, Politik, Wirtschaft, Umweltorganisationen aus ganz Österreich haben diese Enquete hier im Hohen Haus zum größten Klimaschutzgipfel des Jahres 2018 in Österreich werden lassen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich beim Parlamentsclub der ÖVP bedanken, die sehr kooperativ und konstruktiv in den Enquete-Vorbereitungen waren. Mein Team, allen voran Hannes Bauer und ich, wir konnten damals noch zusätzliche erneuerbare Energie-Branchenvertreter reinreklamieren und ein paar fossile Branchenvertreter rausreklamieren. Leider wurde diese Enquete nicht per Livestream übertragen, obwohl wir sehr dafür gekämpft haben. Das ist schade und unverständlich, betrifft doch Klimaschutz jeden der 9 Millionen Menschen, die in diesem Land wohnen. Aus diesem Grund möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, vor der Vollversammlung des Nationalrats nochmal den Scheinwerfer auf ein Thema zu richten, das sich höchst prominent durch die gesamte Enquete gezogen hat. Ein klima- und verbrauchergerechter Umbau unseres Steuersystems. Laut Aufzeichnung des parlamentarischen Steno-Protokolls, die geschätzten Kollegen machen einen hervorragenden Job, wurde eine derartige Steuerreform von einem Drittel der 77 Rednerinnen und Rednern gefordert. Von einem Drittel, unabgesprochen. Adam Pavlov von Greenpeace brachte es bei der Enquete auf den Punkt. Meine Damen und Herren, das fossile Zeitalter werden wir nur dann beenden, wenn die Dinge endlich das kosten, was sie an Kosten verursachen. Zitat Ende. Dr. Heinz Koppetz von Energy Peace sieht ganz klar, dass der Hauptparameter für unsere Emissionen der Ölpreis ist. Daraus folgt, dass nur mit einem Steuerumbau wir die Paris-Ziele erreichen können. Zitat Ende. Erwin Mayer, Energie- und Demokratieexperte, erörterte schön anschaulich den Aspekt der Aufkommensneutralität bei der Enquete. Dass es nämlich definitiv um eine Umschichtung geht und nicht um eine Mehrbelastung für die Verbraucherinnen. Die Klimakoordinatorin der Stadt Wien, Dr. Dr. Christine Fohler-Norek, SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach, Universitätsprofessorin der WU, Dr. Sigrid Stagel, sie alle treten für die Ökosteuerreform ein. Selbst aus ihren eigenen Reihen kommen diese Töne. ÖVP-Landesrat Johann Seitinger sagte wortwörtlich bei der Enquete:
Klimaschutzsysteme brauchen Anreizsysteme. Der beste Anreiz ist eine ökologische Steuerreform, die gut durchdacht, gut vorbereitet ist, die Absetzmöglichkeiten und Ausgleichsmaßnahmen im steuerlichen Sinn geben kann. Zitat Ende. Liebe Frau Bundesministerin, immer wenn Sie in Interviews auf die Ökosteuer angesprochen werden, sagen Sie, das wichtigste Versprechen der Regierung an die Wähler ist Entlastung und nicht Belastung. Dass die Ökosteuerreform die Verbraucher aber nicht unbedingt belastet, sondern sogar entlasten kann, zeigt ja das Beispiel Schweden. Zwischen den Jahren 2000 und 2014 gingen in Schweden die Treibhausgasemissionen um 21% zurück. Die Wirtschaft wuchs im gleichen Zeitraum um 31%. Schweden hat ein stärkeres Wirtschaftswachstum als Österreich und eine deutlichere, höhere CO2-Emissionsreduktion als Österreich. Und Schweden ist das Land, das seit 1991 gleich mehrere ökologische Steuerreformen durchgeführt hat, und zwar im Alleingang, also ohne EU-Gleichklang. Ein EU-weiter CO2-Mindestpreis, wie Sie ihn löblicherweise fordern und sich auch dafür einsetzen, Frau Ministerin, steht nicht im Widerspruch, eine Vorreiterrolle einzunehmen hier in Österreich und im eigenen Land parallel dazu die ökosoziale Steuerreform durchzuführen. Wir haben es heute schon gehört, nicht nur einmal, zwischen Wirtschaft und Umwelt soll ein Und stehen. Und es kann ein Und stehen. Wir müssen es nur smart organisieren. Die Ökosteuerreform ist ein simples Instrument, das einfach den Klimaschaden verteuert und nicht die Belastungen erhöht. Erlauben Sie mir abschließend etwas Pathos. Ich habe einen Traum. Unsere Bundesregierung verkündet im Dezember bei der Weltklimakonferenz in Katowice stolz, dass Österreich den Zwischenbericht, den aktuellen Sonderbericht des Weltklimarats und die Wetterkapriolen ernst nimmt und beschlossen hat, voranzuschreiten und ab Jänner 2019 die Arbeit aufnimmt, im Land zur schnellstmöglichen Einführung einer zukunftsgerechten, wirtschafts- und verbraucherfreundlichen Klimasteuerreform in Österreich. Maßgeschneidert. Denn die EU-Ratspräsidentschaft hat uns gezeigt, dass wir Vorreiter und Vorbild sein wollen. Vielen Dank. Ich würde gerne auch ganz kurz hier noch die Gelegenheit nutzen, Sie einzuladen zu einer Veranstaltung, die parallel heute hier im Nebenraum stattfindet, in der Nationalbibliothek. Hätte eigentlich hier in diesem Raum stattfinden sollen, wurde aufgrund der Sondersitzung ausgelagert. Das ist der größte Innovationsgipfel Europas mit über 300 Teilnehmern aus 32 Ländern. Und es geht um die Digitalisierung der Wirtschaft, der Arbeitswelt, um Crowd-Business und auch um Nachhaltigkeit. Und ich darf Sie im Namen des Gründers des Crowd-Dialog alle herzlich einladen. Sie können alle mit rübergehen. Ich gehe jetzt auch rüber. Es stehen draußen vor dem Haupteingang freundliche Personen, die Sie rüber begleiten. Vielen herzlichen Dank. Martha Bismann fordert eine ökologische Steuerreform und sie wünscht sich, dass Österreich bei der Klimakonferenz im Dezember im polnischen Katowice mutig voranschreitet.